Da geht's auch gleich rein. Wir haben das erste Rennen. Philipp de Best. In der ersten Kurve kommt vorbei. Ulte. Russell dahinter. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin gerade erst reingejoint. Da haben wir schon den Start. Wir gucken mal hier vorne. Gleich. Philipp de Best führt das Ganze. Packe an. Luma ganz hinten. Confused. Und dann baut sich das Ganze da vorne auf. Jetzt schon noch was perfekt. Herzlich willkommen erstmal alle. Sekunde noch kurz. Wir sind gleich bereit. So, jetzt geht's aber wirklich rein. Vorne haben wir Phil with the Best mit der Nummer 12 für Aston Martin. Aston Martin hat eine starke Saison insgesamt. Dahinter ULT Russell und wir haben gelben Sektor 2 und 3. Da hat Konfuzius einen Crash gehabt. Wir holen uns hier kurz die Positionsänderungen dazu und die Streckenkarte. Hier in der ganz gefährlichen Kurve. Und da gibt es einige, die in die Box gehen jetzt schon, mit Schaden anscheinend. Philipp de Best, Lil Pi. 30 Zentimeter. Luma, Andy, Canaros sind alle in der Box gegangen. Und jetzt ist vorne das Safety Car und Ulti Russell. Ulti Russell, der noch nicht in die Box geht. Der auch hier mit den Mediums unterwegs ist. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass hier jetzt ein Safety Car ist. Heute haben wir, also in der Session leider kein Co-Kommentator. Hier sehen wir nochmal die Boxenstopp-Strategie. Na, ein Stop wird die Strategie sein, die meisten benutzen werden. Medium Soft oder Medium Hard, Soft Hard. Also die ein Stop ist die Strategie, die benutzt wird. Höchstwahrscheinlich von den Teams. Und die meisten haben schon den einen Stop hinter sich. Und was ist hier mit Confucius passiert? Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Ich glaube, der hat sich in Kurve 11 ist das, weggedreht. Ganz gefährliche Kurve. Und jetzt haben wir hier ein Safety Car. Genau, kurz on board mit Ulti Russell. Eine typische Safety Car Phase. Werden es ein paar Runden, vielleicht eine Runde noch draußen bleiben. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch jetzt schon reingeht. Wenn doch, werden wir es jetzt erfahren. Gleich. Aber anscheinend nicht. Gehen wir nochmal durch. Ganz vorne haben wir ULT Russell. Und dahinter Leon Diablo. Im Alfa Romeo. Dann den Alfa Tauri von Fabi zockt auf den Softs. Genauso wie Leon Diablo. Philipp de Best dahinter mit den Mediums. Auf 4 der Aston Martin. Und hier haben wir nochmal die Boxenstopp-Strategie. Soft Medium, Soft Hard. Das beide öffnet, bei beiden öffnet sich das Fenster in 7 bis 10 Runden. Das sind nicht 7 bis 10, sondern 5 bis 8, sagen wir mal knapp. Also nur eine 7 bis 10. Wer sich die Boxenstopp-Strategien entfalten, da sehen wir erst, wer hier ganz vorne mit dabei sein wird. Und Luma ging jetzt an die Box. Ja, bisher, da wir den Start nicht ganz miterleben konnten, ich bin gespannt, ob wir noch irgendwelche Clips sehen werden vom Crash von Confucius. Der anscheinend einen ganz, 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 ganz bitteren Crash hat. Hier in Kurve 11, Ende Sektor 2. Und jetzt gibt es eine 5 Sekunden Strafe. Gnomax und Lil Pi für eine Collision. Da wird sich ja auch noch die FIA an Bord mitzureden haben.
jetzt erstmal die Sache. Das Safety Car ist jetzt erstmal draußen. Und jetzt ist erstmal das Safety Car draußen und wir haben nicht wirklich viel zu besprechen. Wieder bei Bahrain International Circuit. Ist ein sehr spannender, wenn die Fahrer sich gut verhalten. Und das Safety Car ist jetzt drin und wir haben Restart. 5 Sekunden. Rasen der Boxen für Gnomax. Old Russell kann sich die Führung holen. Oder hat die Führung sich behalten. Philipp de Vest dahinter. Und jetzt sind es schon knapp eine Sekunde Intervall. So, Lil P dahinter. Und jetzt baut sich da die Lücke auf zwischen ULT, Russell und Philipp de Best. Bisher haben wir erst 1,4, aber kein DRS, ist kein DRS. Und Gnomax gurkt da hinten rum. Er hat 30 Sekunden von seinem Vordermann entfernt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, das aufzuholen. Aber jetzt schauen wir wieder auf das Battle da vorne. Oder hier im Mittelfeld. Guma und Andy Canarios kommen sich da. Ja, was nicht, aber jetzt ist das ganze Feld schon etwas aufgelockert. Jetzt gibt's hier gerade ein Battle. Was ist hier passiert? Fabi zockt, hatte irgendein Problem. Ulti Russell mit der schnellsten Runde. Schauen wir uns mal hier die Strafen an. Bisher 5 Sekunden für Lil P und für Gnomax. Alpha Tauri geht's hier heute nicht so gut. Und auch die Aston Martins, die sonst eigentlich so, naja, wie soll ich sagen, die eigentlich sonst so dominant waren, sind jetzt nur auf 2 und 4. Wir sehen, schauen mal, was hier noch die Strategien sind. Also, Russell ist auf den Mediums gestartet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Gehen nochmal für die Runde onboard mit Philipp de Best, der jetzt hier einen Angriff wagt. Es gibt aber noch kein DRS. Das DRS ist noch nicht freigeschalten, da wir gerade erst ein Safety Car hatten. Jetzt wird er trotzdem gebettelt. Und da hinten die Alpha Tauris. Gnomax ist doch von der Strecke abgekommen. Kein gutes Rennen für den Alpha Tauri. Und der hat einen Frontflügelschaden, sehe ich jetzt erst. Sein Frontflügel ist weg. Das wird nochmal in die Box gehen. Und jetzt gucken wir nochmal. Will T. Russell und Philipp de Best, beide letzte scheiß Runde hintereinander. Und jetzt noch nicht, aber in der nächsten Geraden. Der ist aktiviert. Also hat jetzt Philipp de Best das DRS auf Russell. Der Heckflügel ist offen und er zieht sich ran. 6 Zehntel, 5,5 Zehntel, 5 Zehntel um die Kurve. Jetzt hier durch die Esse. Links, rechts, links, nicht so weit rauskommen. Schauen wir mal auf Russell. Und jetzt hat er halt Philipp de Best den Aston Martin an seiner Gearbox dran. Jetzt gibt es nochmal DRS und es gibt gelbe Flagge im Sektor 3. Da ist Gnomax langsam. Er ist jetzt in der Box, wollte wahrscheinlich nicht zu schnell reinfahren.
Dann, wir gucken aber weiter hier vorne, denn das ist so spannend. 15 drin, die beiden. Aber da hinten geht's auch ab. Bluma kommt ran an Andy Canarios. Da kommt Andy Canarios weit raus. Und Bluma jetzt. Wer hat hier den besseren Exit? Bluma hat den besseren Exit. Hat doch noch mehr ERS zur Verfügung, aber kaum noch, was man hier sieht. Und es geht auf die Stadt Ziel. Philipp de Best kommt jetzt ran. Philipp de Best. Das wird jetzt ein Battle. Kommt hier der Switchback. Switchback von Russell. Was ein Manöver von Philipp de Best, der innen reinstochert. Und jetzt auf der nächsten Geraden. Kommt aber nochmal ULT Russell vorbei. Was ein Battle von den beiden. Faires Battle. Jeder lässt jeden Platz. So ist Racing toll. So. Aber das Battle ist immer noch nicht gewonnen. Philipp de West hängt ihm immer noch an der Gearbox. In der Kurve ist es immer sehr eng. Vor allem, wenn da jemand knapp fallen muss, muss man da früh bremsen, sonst gibt's einen Crash. Und da kommt er jetzt ran, aber da sollte er nicht reinstochern. Das kann gefährlich werden für beide Parteien. So, Kurve 11, Kurve 12, durch 13. Und jetzt gewinnt wieder Philipp ein bisschen. Was ein spannendes Battle hier für Platz 1. Ja, aber der Rest ist schon einiges weg. Hier Lil P. Jetzt haben wir hier Old Russell an der Box. Kommt für neue Softs rein. Ob das ein guter Call war? Guter Boxerstopp, was ich jetzt sagen würde. Jetzt gibt's hier das Battle zwischen Luma und Canarios. Da stochert innen rein. Side by side, Switchback von Luma. Canarios hat zwar hier eine bessere Linie, aber einen besseren Exit hat er auch. Jetzt in die nächste Kurve. Ja, sehr fair von Luma hier nicht reingestochert. Aber jetzt hier der Angriff. Sehr spannendes Battle hier gerade. Auch sehr faire Fahrer. Wird sich Luma das Podium holen? Oder doch Andy Canarios? Und Lil P hält sich eigentlich ganz gut im Williams. Das müssen wir auch mal sagen. Ich meine, er hat 5 Sekunden auf Philipp de Best, aber er kann sich gut vor Andy Canarios halten. So, jetzt Luma. Kommt da ran. Ich weiß es nicht ganz genug auf der Geraden. Aber er hängt an der Stoßstange. Er hängt dran. Und er will es. Luma will es. Wieder ein bisschen weit rausgekommen. Andy Canarios. Das ist ihm schon mal passiert. Muss er aufpassen, dass es hier keine Strafe für ihn gibt. Und jetzt kommt Luma. Luma nimmt die Kurve gut. Und jetzt auf der Startzielgeraden kommt es zum Battle wieder. So wie in der Runde davor. Wir gehen auf Andy Canarios, der zieht innen rein. Lässt Luma vorbei. Kommt da noch was? Nein, Luma ist vorbei. Zumindest erstmal. Jetzt hat natürlich wieder Andy DRS. Jetzt hier ein Battle durch die Kurve. Berührung zwischen den beiden. Aber nur leicht. Das sieht keinen Schaden bei keinem von ihnen. So, das ist ein Battle. Das ist ein Battle. Das kann man kaum glauben. Runde 9 von 14. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Old Russell, der hat so gut ausgesehen jetzt nach der Box. Ist im Safety Car nicht gepittet, hat dadurch ein paar Positionen gewonnen, aber jetzt verliert er wieder. Ist er wieder auf Platz 5, aber jetzt gaint er auf Andy Canarios. Und Luma ist immer noch vor Andy. Und wenn Luma die Gap zu Lil P noch zumachen kann, oder wenn Lil P noch ein Fehler passiert, also ich geh mal auf die Runde onboard mit ihm, dann
Und da oben, da hinten ist Gnomax Alpha Tauri. Der wurde von Philipp the Best aufgeholt. Wir gehen mit Lil Pete on board durch diese Runde. Kurve 1, Kurve 2, Ultra mit der schnellsten Runde. Also er hat die Pace und er hat auch ordentlich aufschließen können auf Andy Canarios. So, im vierten durch die Kurve. Im vierten dann rauf, siebten und fünften durch die zwei Kurven. Rauf, 6, 7 und im zweiten dann noch die. Dann wieder raus beschleunigen hier. Hier nicht zu spät bremsen. Sonst verbrennt man sich. Ja, hat er gut gemacht. Und Ulrich Russell ist rangekommen. Der hat jetzt 1,5 Sekunden auf der Runde gut gemacht jetzt erstmal. Ulrich Russell, was ne Pace, die er da an den Tag legt. Wir schauen uns doch mal kurz die Reifen an. Er hat auch die frischen Reifen. Er hat die eine runden alten Softs. Alle anderen haben Mediums, die so, ja, 2, 4, 7, 6, 8 Runden alt sind. Und jetzt gehen wir rüber zu Alt Russell, denn der ist jetzt im DRS-Fenster von Andy Canarios, der jetzt in die Box geht. Nein. Ja, natürlich nicht. War ja schon in der Box. Und jetzt zieht er vorbei, Luma innen. Das wird jetzt hier gefährlich in der Kurve. Zu dritt rein. Da gibt's keine Berührung. Fair. War das eine Berührung? Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht sehen. Sieht aber gut aus. Und Alt Russell jetzt auf den Podiumsplätzen. Was eine Aufholjagd wieder. Vom Alpinfahrer. Und Luma bettelt hier weiter mit Andy Canarios. Der hier fast das Auto verliert, wie es aussieht. Und auch hier die Kurve nicht so einnehmen kann. So, wir gehen noch durch. Gnomax wurde überholt von Flip the Best. Wie sieht's aus mit Lil P? Ja, 7 Sekunden hinter Flip the Best. Ich glaube nicht. Und auch 5 Sekunden Strafe dazu, natürlich. Sind 11 Sekunden insgesamt hinter Flip the Best. Philipp mit einem ausgezeichneten Pace. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Quali war, aber ich wette, sein Quali war hervorragend. Und da gibt es noch das Battle zwischen Canarios und Luma. Luma kommt vorbei in die Kurve 1, 2. Das sind immer die spannendsten Battles nach dieser Stadt-Zielgeraden. Luma ist vorne. Ganz knapp da. Side by side. Luma ist jetzt hier innen. Hat die bessere. Fast die Berührung. Aber faires Racing von beiden. Keine Sticheleien. Ja, da gab es die Berührung. Die konnte man ganz leicht sehen. Und jetzt ist die Frage: Hat Luma Schaden am Frontflügel? Kurze Erinnerung: Heute um 20 Uhr ist Split 2 Testrennen Spielberg. An meiner Seite wird sitzen Konfuzius, der ja hier leider ein DNF hatte. Und Luma als Co-Kommentatoren. Ich freue mich schon sehr drauf und ich hoffe, ihr seid dabei. Soweit ich weiß, wird es ein kurzes Qualifying geben oder ein komplettes. Und dann 50% Rennen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Schaltet ein, ihr seid dabei, ihr habt Spaß. So, und jetzt haben wir wieder weiterhin das Battle. Canarios gegen Luma. Ein Battle. Wow, und Russell könnte sich noch, der wird sich noch P2 holen. Denn Lil P hat 5 Sekunden Zeitstrafe und Alt Russell hat Vorsprung
ist 5 Sekunden hinter ihm. Jetzt. Also wird das jetzt nochmal aufholjagd und jetzt ist er in den 5 Sekunden drin. Da schauen wir uns mal an dieses Battle an. Ich bin selbst gerade etwas angespannt. Das sehr, sehr, sehr spannendes Battle hier ist zwischen den beiden hier weit raus von Andy Canarios. Wieder eine Berührung. Also die wollen beide nicht nachgeben. Die werden natürlich beide den Platz nicht aufgeben. Da es um wichtige Punkte geht hier heute, auch wenn es nur halbe Punkte sind. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also erster Platz kriegt 12,5. Genau dasselbe, was wir hatten in Spa dieses Jahr. Und Alt Russell fährt wie ein junger Gott, wenn ich das so sagen darf. Jetzt Philipp de Best fährt auf die letzte Runde. Wir gehen mit ihm onboard. Wir schauen ihm zu, wie er seinem Sieg entgegenfährt. Wir schalten vielleicht hin und wieder noch rüber auf das Battle hier um Platz 4-5. Dann montiere jetzt gleich Kurve 10. Wie sieht es da hinten aus? Luma vor an die Canarios. Wir schalten. Da gibt es die Dive Bomb innen rein. Und das wird Luma gar nicht gefallen. Da wird es auf jeden Fall noch was zu klären geben später. Philipp de Best jetzt. Kurve 11. Kurve 12. Jetzt hier nicht den Körper berühren, sonst kann er dir es schnell aus dem Fenster werfen. 13. Wir gucken nochmal da nach hinten. Wie sieht es da jetzt aus? Der ist es offen. Wird es da reinstochen geben? Ja, Berührung. Berührungen. Luma ist vorbei. Wir schalten kurz rüber zu Philipp. Über der Ziellinie. Philipp gewinnt den Grand Prix von Bahrain. Das Wiederholungsrennen. Und Luma immer noch hinter Anne Canarios. Und hier, Alt Russell auf 2. Lil P aktuell auf 3. Und das wird sich auch nicht ändern. Luma oder Andy Canarios? Es wird Andy Canarios sein. Andy Canarios auf 4. Luma auf 5. Leon Diablo. Na, jetzt ist es eine lange Pause. Wow, was ein Wiederholungsrennen. Es freut mich sehr, dass ich hier kommentieren durfte. Es war ein wunderbares Rennen, auch wenn es ein paar Probleme gab am Anfang mit meiner Technik. Leon Diablo jetzt P6. Fabi zockt P7, macht dann auch einen guten Spin. Und das war's. Das war der Bahrain Grand Prix. Fahrer des Tages, hier Luma, laut gut von Mercedes-Motoren. Ja. Also Mercedes-Motoren hatten heute was Gutes. Und jetzt hier immer noch das Podium noch. Philipp de Best. Hebt die Trophäe hoch. Für Österreich. Auf Platz 2 Russell und auf Platz 3. Ich bin der Teamchef. Achso, ja, dann ist es gut für dich. So. Ich hoffe, du bist auch dabei später dann um 20 Uhr beim Testrennen der Serie 2. Würde mich sehr freuen. An meiner Seite ist dann Confucius und der leider hier ein DNF hatte und Luma. Ja, und das war das Rennen. Wir blicken nochmal kurz zurück. Wir hatten eine Safety Car Phase. Philipp de Best auf Platz 1 mit einem dominanten ja. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ulte Russell im Alpine ist auf 2 gestartet, ist auf 2 nach Hause gekommen. Ganz, ganz bitter für Confucius, der leider mit einem DNF nach Hause musste. Auch bitter für Lil P3.
Lil P. Der hätte noch den P2 geholt. Aber leider hat er eine 5 Sekunden Strafe wegen dem Rasen, glaube ich. Rasen in der Boxengasse. Und es freut mich sehr, dass ihr dabei wart. Ja. Das war ein Wiederholungsrennen mit nicht viel, meiner Meinung nach, nicht viel Dirty Racing. Es war sauberes Rennfahren. Ich weiß es nicht ganz, was bei Confucius passiert ist. Kann sein, dass sagen, was passiert ist, aber es war auf jeden Fall ein gutes Rennen für Mercedes Motoren, Aston Martin 1-4, Williams 3. Also. Dann sehen wir uns um 20 Uhr wieder, hoffentlich. Und bis dann.